Warum machst du keine Platten? Warum machst... Ah, der rote Arm fehlt. Ta-ta-ta-ta. So. Ärmchen kommen. Sehr schön. Fehlen jetzt noch die... Die da. Die brauchen Steinzahnräder und Eisenplatten. Das heißt... Da sind Steinzahnräder. Bring mal... Ich habe immer noch keine Untergrunddinger. Ich hätte erstmal Untergrundbells forschen sollen, bevor ich auf den Schaden gehe. Aber ich muss bald Basen töten. Habe ich übrigens die Kupferminen da hinten weggenommen? Das sollte ich schnell machen. Sonst werden wir da echt noch angegriffen. Aber ne, lass dich nicht ablenken, Girogon. Du gehst jetzt die Kupferminen abbauen. Du wolltest aber eigentlich unten was machen? Du wolltest die Steinzahnräder an die richtige Stelle schieben. Ja, okay. Wie viel Pollution machen eigentlich Replikatoren? Da habe ich noch gar nicht drauf geachtet, ne? Also die Drills machen schon mal 9 Pollution. Okay. Die Schmelzöfen nur 0,9. Das klingt wenig. Weg, weg. So. Die machen 0,5. Also für einen Drill kann ich 18 Replikatoren bauen. Das klingt ziemlich überpowert. Aber gut. Zurück zu meinen Steinzahnrädern. Ich wollte die Steinzahnräder von da irgendwo hinbringen, dass wir... Obwohl, warte, wir können einfach hier eine Fabrik hinsetzen. Fabriken, da. Du stellst bitte die da her. Du kriegst... Und da dein Eisen. Und von hier deine Zahnräder. Und du tust die fließt. Moment mal. Das ist falsch. Du. Ja. Ärmchen werden produziert, werden von Ärmchen rausgeholt und auf dieses Fließband gelegt. Keine Untergrundbells, ne? War was. Laufen dann hier runter. Darum. Da hoch. Da lang. Werden da von einem. Falsch. Ja, okay. Stopp. Werden da so raufgelegt. Und dann geht das jetzt runter zu einer Fabrik. Zu der letzten Fabrik. Da meinetwegen. Ach Gott. Ich musste wieder staunen. Müssen wir mit. Ja, das hakt hier. Kriegt das Ärmchen das? So, und du machst jetzt bitte rote Tränke. Grüne Tränke. Ja, es klappt. Okay. Und dann... Jetzt wird's komisch. Dann... Ich brauche viele. Gehst du darum? Da hoch. Darum. Dahin. So, wenn das mal keine Lavalampe ist, dann weiß ich auch nicht. Also schon mal ein Anfang, ha? Ja, würde ich sagen. Das Ding ist jetzt autark. Es produziert Tränke. Nicht viele. Bei weitem nicht viele. Aber es läuft. Wir müssen nur die drei Kisten hier regelmäßig befüllen. Wobei die Holzkiste anscheinend Knackpunkt ist. Was schon mal komisch ist. So, voll, voll. Oder Gedöns. So. Also unser erster Komplex. Hässlich wie die Nacht, aber es funktioniert. Gut. Wie schaut's hier aus? Die Schmelzöfen arbeiten nicht, weil die Ärmchen nicht hinterherkommen. Okay. So, so. Strom habt ihr aber genug. Ja, habt ihr. So, jetzt arbeiten auch wieder alle Schmelzöfen. Dadurch wird mehr Erz abgebaut und das ist okay. Ja, dann hole ich doch mal Holz. Was jetzt schon komisch klingt, aber müssen wir machen.
Ah, ich könnte meinen Talentpunkt mal verballern. Mach mal Talents. Da. Das zählt, glaube ich, als Farming. Oder sollte ich meine... Ja, stuf mal hier Upgrade Tool. Du bist jetzt bei 2,15. Was? Was zur Hölle? Jeez. Was war das? Warum waren die direkt bei mir? Warum haben die nicht meine Basis angeknabbert oder sonst irgendwas? Also ja, es ist schön, dass sie mich angegriffen haben und nicht die Basis, aber es ist irritierend. Gott, ich hätte gern Farming-Bonus, weil ich Holz hacken gehen will. Wollte, wie auch immer. Und die kamen, von wo kamen die? Von rechts? Also gefühlt kamen sie von unten. Aber da ist Wasser. Ich weiß noch nicht, ob es Amphibe weitergibt. Also ich weiß, Dytek wollte irgendwann fliegende Gegner einbauen. Und ich glaube, Kurio hat das sogar schon. Also quasi Mutalisten à la StarCraft. Ich glaube, die hießen sogar so. Ja, aber nee. Ich werde einfach nur nicht gesehen haben, wo sie hergekommen sind. Das ist gut. Osten ist eigentlich naheliegend. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und da, der Smog. Wir brauchen Türme und wir brauchen Massenver... Das ist... komische Blutpixel. Massenvernichtungswaffen wollte ich eigentlich sagen. Ja. Gib das mal her, gib das mal her. Ich muss echt Holz hacken. Ja, ist nicht schlimm. Wir müssen eh hier den Platz freimachen, um später die Replikatorenanlage zu erweitern. Wir sollten... Warte mal, bau mal, während ich hier am Rumwuseln bin, mehr Mining Drills. Nee, stopp. Smog und so. Das ist voll komisch. Bau. Replikatoren. Haben wir eigentlich schon. Ich wollte nämlich Stein herstellen. Klingt jetzt komisch, aber ich brauche Stein. Das heißt, ich bapp jetzt einfach mal hier Replikatoren hin. So, und die machen bitte... Oh, wir können direkt Holzpanels herstellen. Wenn wir uns die ganze Fabrik sparen. Mach das bitte so, so, so. Unterstützt damit die Drills da unten. Wie viel Pollution macht ihr? 10. Ihr müsst weg, tut mir leid. Ihr werdet jetzt ebenfalls ersetzt durch Replikatoren. Ich glaube, wir werden später keine einzige Mine mehr haben. Vor allem, wenn wir MK2 und MK3 und MK wie viel auch immer Replikatoren haben. Mal gucken. Die Drills werden schließlich auch schneller. Und ob sie was Schönes machen können wie ein MK6 Drill, wage ich ihm zu bezweifeln. So, also Stein kommt. Ich schmeiß mal hier noch eine Kiste hin. Damit ich mir hier zwischendurch immer mal meinen Stein rausnehmen kann für Landfills und dergleichen. Gut. Also Strom haben wir. Forschungspacks haben wir. Oh, anscheinend könnte ich mir noch ein Labor leisten, weil die Tränke laufen jetzt einfach so durch. Sehr gut. Bau noch ein Labor. Mhm. Forschen. Eigentlich müsste ich jetzt in die Wirtschaftssachen mehr forschen. Also schnellere Ärmchen, intelligente Ärmchen, Untergrundbells, Splitter und so weiter. Damit ich solche Komplexe ein bisschen kompakter bauen kann. Aber... Das da. Die Basis. Die muss ich zerstören. Ich werde irgendwie entweder Tower Crawling betreiben müssen oder irgendwas in Richtung, aber ich muss die zerstören. Kommen wir irgendwie relativ schnell an Lasertürme ran? Laserturrets. Braucht Batterie. Batterien brauchen Schwefel. Wassercleaning? Was? Ja, mit Öl, nee, Öl, nee. Jetzt eine Ölanlage aufbauen für Lasertürme, das bis dahin sind wir überrannt. Ich brauche eine Verteidigungsanlage. Aus den Dingen. Brauchen 50 Bioconstructs. Da
Das wäre eine Maßnahme. Hive Mind? Nein. Wurm Defense versus 1. Dass ich einfach Würmer irgendwo hinpacke. Wir brauchen Stahl. Komische Würmer. Supreme Artillery. Jo. Okay. Was haben wir hier? Ich hätte gern ganz, ganz billiges Zeug. Rocket Launcher. Brauch Electric Engines, was wieder Lubricants heißt, was wieder Öl heißt. Ja, schade. Also ich, wie gesagt, ich bin auf der Suche nach alternativen Waffen / Türmen. Aber das scheint nicht so einfach zu sein. Laser Rifle von Bobware. Braucht Military 3. Auch Batterien. Cyber Chests. Kampfroboter kam erst später. Gun Turret. Laser Turret. Ich kann Gun Turrets aufbauen und da wir jetzt ja quasi unendlich Ressourcen haben, wenn wir nur genug Replikatoren und Schmelzöfen bauen, könnte das sogar klappen. So oder so baue ich mal ein paar von denen. Da. Einfach nur, damit wir sie haben und im Westen irgendwo aufstellen können. Und ich hätte ganz gerne Schmelzöfen für Stein. Also quasi Schmelzöfen für den Eigenbedarf. Die tue ich jetzt mal hier hin. Dann mache ich links eine Kiste hin mit Sachen zum Reintun und rechts eine Kiste zum Rausholen. Und wenn ich irgendwas Besonderes für mich speziell hergestellt haben möchte, tue ich es einfach in die linke Kiste und hole es rechts wieder raus. Das heißt, zum Beispiel hätte ich jetzt ganz gerne ganz viele Steinbriketts. Die da. So. Und dann auf der anderen Seite raus. Und eigentlich bräuchte ich ein intelligentes Ärmchen, damit das den Stein nicht nachher rausfischt, wenn er überläuft. Ja, gucken wir mal. Genau. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Und das Ganze hätte ich dann auch ganz gerne nochmal mit zwei Stacks Eisen, damit wir Stahl herstellen können. Gut. Warum nimmst du keine Grüntränke? Weil du keine Grüntränke brauchst. Das macht Sinn. Okay. Mehr Stein. Mehr Stein. Sehr gut. Was als nächstes? Also ich baue jetzt gerade die ganzen Steine, damit ich Mauern bauen kann. Damit ich hier hinten die Gun Turrets bauen. Ich sollte die Munition noch automatisieren. Und Piercing-Munition. Piercing Rounds. Bräuchte Stahl. Ja, Stahl sind wir gerade in der Herstellung. Wobei. Was ist das grüne Zeug? Achso, Batterien. Also müssen wir das in Batterien erforschen. Nee, müssen wir nicht. Können wir schon bauen, ohne sie erforscht zu haben. Das ist nur die Frage, was das komische grüne Zeug da war. Ja, Shotgun Shooting Speed dann hinterher. Also was ist das komische grüne Zeug? Das grüne Grisselzeug. Ich suche jetzt grünes Grisselzeug, das aussieht wie so ein Räucherstäbchen-Pyramidending, das man anzünden kann. Für die unter euch, die das kennen. Crushed FC. Tja, was? Made in C. C. Bau C. Was ist C in Crusher? Das heißt, wir tun dieses Charge-Zeug da rein. Okay, das kommt wieder in die private Ecke. Hier ist meine private Ecke. Mein Labor quasi. Das heißt, du machst jetzt Crush das. Du brauchst Wasser. Sauberes Wasser auch noch. Das ist ganz schön anspruchsvoll. Ja, okay. Pumpe. Hatten wir schon ein paar. So. Sauberes Wasser. Zack. Und jetzt brauchen wir Charge Chunks. Uranit. Welche Farbe könnte das haben? Das da vielleicht. Das da sind die seltenen Erden, ja. Da oben. Also nord-nordöstlich. Nein, Alien-Artefakte. Ja, das ist Fluorit. Uranit.
schwarz,